bin Tim Melzer und ich zeige Ihnen, wie man mit wenig Fantasie und einer lästigen Assistentin tolle Sachen kochen kann. Heute gibt es etwas ganz Besonderes, nämlich ausnahmsweise echte Biokost. Dafür verwende ich heute Dinkelbrot. Dinkel, das ist die Ursprungsform des Weizen, die ist besonders reich an Mineralstoffen und Spurenelementen. Die gibt's eigentlich in jedem herkömmlichen Bioladen. Ich gehe aber nie in Bioladen, weil da wir müssen immer von so potthässlichen Öko-Zippen. Ich gehe gern in Bioladen. Ja, sag ich doch. So, ich habe also kein Dinkelbrot da, das ist aber überhaupt kein Problem. Wenn Sie kein Dinkelbrot zur Hand haben, dann gehen auch Pommes. So, die Pommes hätten wir schon mal, aber wir machen ja heute echte Biokost. Deswegen gebe ich jetzt zu diesen Pommes ein paar Alfalfa-Sprossen. Alfalfa-Sprossen, das sind die Sprossen der Alfalfa-Pflanze. Die sind besonders reich an Provitamin A und Folsäure. Alfalfa? So einen habe ich als Caprio. Olle Zippe. Alfalfa-Sprossen habe ich natürlich keine da, so einen Scheiß kaufe ich nicht. Das ist aber überhaupt kein Problem. Wenn Sie keine Alfalfa-Sprossen zur Hand haben, dann geht auch Ketchup. Lecker. So, damit ist unser extrem reichhaltiges und ausgewogenes Biomenü schon fast fertig. Und wenn Sie jetzt denken, ich hätte lediglich kein Dinkelbrot und keine Alfalfa-Sprossen zur Hand, dann liegen Sie komplett daneben, denn ich habe nicht nur kein Dinkelbrot und keine Alfalfa-Sprossen, ich habe auch kein Tofu. Tofu, das ist ein rein pflanzliches Produkt, das aus der Sojabohne gewonnen wird, indem man... Ach, scheiß drauf, ich hab's eh nicht da. So, wenn Sie kein Tofu zur Hand haben, ist das überhaupt kein Problem. Dann geht auch Bratwurst. Lecker. So. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute beweisen, dass ein extrem reichhaltiges Biomenü nicht zwangsläufig teuer oder kompliziert sein muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Tim Melzer.